Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bedenkt, das ist wirklich nur eine Prognose und wenn euer Team nicht weiterkommt, dann tippt in den Kommentaren dagegen oder stimmt in der Infokarte dagegen ab. Naja, viel Spaß beim Zuschauen, bleibt immer schön fair in den Kommentaren. Ich sag's ja, los geht's mit dem HSV gegen den 1. FC Nürnberg. Viel Spaß! DFB-Pokal Achtelfinale. Der Hamburger Sportverein empfing am Dienstagabend den 1. FC Nürnberg. Eine Partie 2. Liga gegen 1. Liga. Die erste Möglichkeit gehörte hier zwar den Gästen und zwar Hanno Behrens. 8. Spielminute 1:0 und der mal beim HSV gespielt hat vor einigen Jahren, macht hier den Treffer für die Gastmannschaft. Wer hätte damit gerechnet? Vermutlich keiner, zumindest nicht so früh, aber die Nürnberger ja durchaus mit Selbstbewusstsein. 1:1 spielten sie zuletzt gegen Bremen und schlugen sich dort sehr gut. Die beste Möglichkeit der Anfangsphase von Hamburg gehört hier Douglas Santos, aber wirklich heiß wurde es dort nicht. Doch die Hamburger waren besser im Spiel. Das ist Ito über die linke Seite. Everton kriegt es nicht richtig geklärt. Holtby auf Fiete Arp. Fiete Arp heute von Anfang an mit dabei. Vorne in der Spitze. Mit Jatta hat es nicht so funktioniert. Dann gab es aber im Anfangsbereich des zweiten Durchgangs ein Strafstoß. Georg Markreiter mit dem Foul, die große Möglichkeit für Luis Holtby gegen den Ex-Hamburger Christian Martinia. Aber der Ex-Hamburger hält und hält damit auch das 0:1 fest. Luis Holtby macht ihn nicht rein, Hand fehlte, weiterhin verletzt, der nominelle Strafstoßschütze. Jetzt aber die Möglichkeit zum 1:1 und Khaled Naray nutzte sie auch. 54. Spielminute, der Eckstoß, der aus dem Strafstoß resultierte, führte zu dieser Aktion und zu diesem Treffer. Und der HSV wollte es jetzt in den 90 Minuten regeln. Douglas Santos kriegt keinen Druck, bekommt überhaupt keinen Druck. Khaled Naray nochmal mit der Möglichkeit. Aber dann die Parade von Christian Martinia, der macht ein gutes Spiel, aber Nürnberg spielte nicht mehr so gut. Es ging dann mit diesem 1:1 in die Verlängerung, nochmal 30 Minuten und eventuell dann sogar das Elfmeterschießen. Aber der HSV hatte keine Lust auf Zufallsprodukte und dementsprechend wollte er es jetzt regeln. Und der 1. FC Nürnberg wirkte platt. Die Bundesliga doch sehr kräftezehrend für den Club. Der HSV konnte hier aber noch nicht den Treffer erzielen. Sie blieben aber weiter dran. Auch im zweiten Durchgang machten sie das. Holtby erobert den Ball, schickt Ito auf die Reise. Tatsuya Ito gegen Martinia. 2:1 für den HSV. 110. Spielminute. Und Tatsuya Ito, dem man nachsagt, nicht der coolste vorm Tor zu sein beim Abschluss, beweist hier mal das Gegenteilige. Da bleibt er eiskalt und macht das 2:1. Konnte der FC Nürnberg nochmal zurückkommen. Gordon vertritt den angeschlagenen Leibold. Ishak auf Palacios und da ist Misicjan. In der 120. Spielminute trifft der Club nochmal den Pfosten. Aber mehr wurde nicht mehr draus. Der HSV setzt sich durch in einer guten Partie, verdient am Ende mit 2:1 nach 120 Spielminuten. Dass Leverkusen gegen Heidenheim der Favorit ist, das war auch schon vor dem Spiel am Samstag klar, aber das 3:1 gegen Bayern zeigte dann auch nochmal wirklich die Kraft der Peter-Bosch-Elf. Aber Heidenheim auch in den Top 6 der zweiten Bundesliga immer wieder gefährlich und die erste Annäherung gehörte auch hier den Gastgebern. Tomala mit der Flanke. Aber in der Mitte kommt Dovedan nicht mehr ran. Dann Leverkusen auch mal nach vorne mit einer Aktion. Schalz Arangis auf Baumgartlinger. Und da muss sich Kevin Müller direkt mal auszeichnen. Auch wenn der Ball relativ zentral auf ihn raufkommt. Dann Leverkusen. Baumgartlinger auf Kevin Volland. Der hat zu viel Platz und das lässt er sich da nicht nehmen. Zweites Pokaltor. 43. Spielminute. Und zwar ein ganz wichtiges, lässt da Kevin Müller überhaupt keine Chance mit diesem wuchtigen Schuss. Da kann der Keeper von Heidenheim auf keinen Fall mehr reagieren. Im zweiten Durchgang war Heidenheim aber weiterhin mutig. Und dieser gute Ball von Dorsch auf Griesbeck hätte eigentlich Verwertung finden müssen. Riesenchance, super Ball.
Und dann drischt er ihn. Der Sechser komplett weit über den Kasten. Aber Heidenheim blieb weiterhin dran, versuchte es, traute sich, Kontermöglichkeiten dadurch für Leverkusen. Julian Baumgartlinger. Und das ist fast ähnlich kläglich wie Griesbeck. Erst ist der Lauf gut. Von einem Sechser vielleicht nicht zu erwarten, so ein Sprint mit dem Ball, aber das danach, das ja, war dann ein bisschen für Julian Baumgartlinger albtraumhaft, dieser Abschluss. Aber Leverkusen wollte es jetzt entscheiden, wenn Dell, der linke Verteidiger, hier mit dem Abschluss. Das 2-0 fiel aber noch nicht und somit blieb Heidenheim weiter in der Partie und sie schnupperten auch daran, was zu schaffen. Maxi Thiel ist das. Maxi Thiel zieht nochmal zurück, legt zurück, Dorsch. Aber zu unplatziert geschossen. Radetzky hält den Ball fest. Stattdessen nochmal Leverkusen. Bailey über die linke Seite bringt die Flanke. Julian Brandt läuft durch. 90. Minute. 2-0 für Leverkusen. Und das war es dann. Selbstredend. Heidenheim warf alles nach vorne. Wurde dafür dann ergebnistechnisch bestraft. Aber sie hielten gut mit. Die Elf von Frank Schmidt machte einen super Job. Am Ende stehen sie mit leeren Händen da. Leverkusen zieht in die Runde der letzten 8 ein. Zweitliga-Duell in der Show ins Land Reisen Arena. Der MSV Duisburg empfing Paderborn und beide konnten mit einem Erfolgserlebnis hier reingehen. Die erste Möglichkeit gehörte nach Collins Vorlage Clement, der Felix Wiedwald testet, aber der war aus Spitzenwinkel noch auf der Hut. Paderborn gewann ja 6-0 gegen Fürth. Und Duisburg immerhin 3-2 gegen Darmstadt. Und dann spielten sie auch nach vorne über die linke Seite. Kevin Wolz hält den Ball im Spiel. Hat da überhaupt keinen Druck. Dräger zu weit aufgerückt. Aber was Ahmed Engin da macht mit dem Ball, das ist dann deutlich zu schwach, um hier Leopold Zingerle in Bedrängnis zu bringen. Aber eine gute Zweitligapartie wäre das gewesen. Clement über die linke Seite. Collins auf Tepetai. Bernhard Tepetai. Und Felix Wiedwald kann sich wieder auszeichnen. Macht hier einen guten Job. Wolze jetzt mit dem Eckstoß im zweiten Durchgang. Von der linken Seite. Tepetai kann es erst klären, aber sie blieben dran. Ceo auf Oliveira Sousa. Und der mit dem Geniestreich. 49. Spielminute. Oliveira Sousa, der, wenn er gut drauf ist, Spieler alleine entscheiden kann. Und in dieser Szene sieht man, der scheint richtig gut drauf zu sein. Was für ein Treffer von Oliveira Sousa. Aber Paderborn, kein Team, das sich von Rückständen blenden lässt oder verunsichern lässt. Kai Pröger mit dem Abschluss hatte sein erstes Zweitligator zuletzt gegen Fürth erzielen können. Hier war er noch glücklos. Vasiliades auf Zulinski, Pröger auf Dräger. Paderborn war die bessere Mannschaft, aber es fehlten immer wieder ein paar Zentimeter. Und so konnte sich Duisburg mit diesem 1-0 lange Zeit retten und die Zeit wurde eben auch knapper für den SC Paderborn. Nielsen nochmal auf Fröde, ein Entlastungsangriff. Iljutschenko und Oliveira Sousa mit dem 2-0. 75. Spielminute, Doppelpack Oliveira Sousa und ja, er war der Matchwinner. Paderborn konnte nicht mehr nach vorne kommen, zumindest nicht mehr erfolgreich und so blieb es beim 2-0. Duisburg gewinnt, nicht ganz verdient dieses Spiel. Aber trotzdem ziehen sie damit in die Runde der letzten 8 ein und Paderborn muss sich ärgern, die Chancen nicht gemacht zu haben. Borussia Dortmund gegen Werder Bremen im Westfalenstadion. Sollte der SV Werder mal wieder besser spielen als zuletzt gegen Nürnberg, das war nicht so richtig gut, aber sie machten das auch. Sie waren selbst mit sich unzufrieden und das wollten sie hier von Anfang an anders auf den Platz bringen. Und sie erzielten auch in der 10. Spielminute das 1-0. Flanke von Johannes Eggestein, heute von Anfang an im Aufgebot. Rashica rückte auf die Bank und Kruse mit dem Kopfball, der dann perfekt reinpasst, nicht zu halten für Bürki. Aber es war ein Spektakel hier in der Anfangsphase. Sancho auf Lukas Piszczek, legt drüber zu Marco Reus. Marco Reus, Sancho, Paco Alcacer mit der Übersicht und Marco Reus zum Ausgleich. 5 Minuten hat es gedauert und dann war der BVB wieder da. Lässt sich von Pavlenka nicht mehr beirren, die Qualität hatte, hat gute Chancen gegen Frankfurt liegen gelassen. Jetzt wollte er es besser machen und er machte es besser.
Jetzt Witzel mit dem Ball auf die linke Außenseite. Borussia Dortmund jetzt spielbestimmt. Guerrero, Rafael Guerrero, Delaney, Paco, Alcacer. 2-1, 23. Spielminute, die Partie war gedreht. Und die gelbe Wand war aus dem Häuschen. Was war mit Werder Bremen los? Brachen sie jetzt ein? Das Selbstvertrauen haben sie ja noch nicht so getankt. Zuletzt eben auch in der Bundesliga. Eggestein ist das hier. Kriegt keinen Druck auf Augustinsson. Şahin, Maxi, Eggestein, Nuri Şahin. Ausgerechnet Nuri Şahin. 27. Spielminute, 2:2. Es war noch keine halbe Stunde gespielt. Und der Ex-Dortmunder mit einem absoluten Traumtor. Und das wissen die Borussen-Fans. Der hat einen guten Abschluss. Aber der BVB ließ sich davon nicht beirren, spielte weiterhin nach vorne und war auch die aktivere Mannschaft. Paco Alcacer, Marco Reus. Aber jetzt konnte sich auch mal ein Keeper auszeichnen. Pavlenka und Böki, vielleicht die beiden besten Bundesliga-Keeper, mussten ja schon jeweils zweimal hinter sich greifen. Vor der Pause dann aber nochmal der SVW. Und jetzt konnte sich auch Böki auszeichnen. Zwar in spitzer Winkel, trotzdem war die Abnahme von Maxi Eggestein hier sehr gut. Und eine gute Reaktion von Roman Bürki. Zweiter Durchgang der BVB. Weiterhin aber eigentlich besser. Reus dann mit dem Schuss und Pavlenka ist dazwischen. Glück jetzt für Werder in dieser Phase, dass es der BVB noch nicht entscheiden konnte. Aber weiterhin eben nur der BVB. Hakimi Guerrero, das ist zu einfach da, bekommt er auch zu wenig Druck, die Flanke ist gut, Augustinsson kann es erst klären und Witzel dann aus der zweiten Reihe mal mit dem Abschluss, der hätte auch gepasst, aber Pavlenka ist aufmerksam und fängt den dann ohne große Probleme doch noch ab. Delaney mit diesem Ball auf Marco Reus und auch die letzte Möglichkeit der regulären Spielzeit vergab der BVB. Es war höchst unglücklich und viel Pech für den BVB dabei. Bremen hätte sich nicht beschweren dürfen, jetzt schon ausgeschieden zu sein. Reus dann aber in der Verlängerung auf Sancho. Pavlenka kann es aber noch verhindern und weiterhin er im Fokus dieses Spiels. Der einzige bei Bremen aktuell, der noch die Luft hatte scheinbar für diese 120 Minuten. Marco Reus legt nochmal auf Sancho und was für eine Glanzparade von Pavlenka. Es war für den BVB wirklich wie verhext. Eigentlich eine so effiziente Mannschaft in der Bundesliga gewesen. Gegen Frankfurt hatte sich ein gegenteiliges Bild abgezeichnet. Und jetzt der SV Werder Bremen im zweiten Durchgang. Einmal kamen sie dann doch nach vorne. Şahin auf die linke Außenbahn zu Klaassen. Eggestein an den Pfosten. Eggestein mit dem Nachschuss. 3:2 für den SV Werder Bremen. 115. Spielminute. Was für ein Finish. Unverdienter kann man eigentlich nicht weiterkommen, aber das ist im DFB-Pokal komplett egal. Der BVB muss sich über die Chancenverwertung äußerst ärgern und Bremen war einfach abgezockt. Höchst glücklich zieht Bremen in die nächste Runde ein. Holstein Kiel konnte zuletzt 2:0 gegen den SSV Jahn Regensburg gewinnen und der FC Augsburg schwimmt ebenfalls auf einer kleinen Erfolgswelle. Zumindest konnten sie gewinnen gegen Mainz, ganz wichtig, 3:0 am vergangenen Sonntag. Und hier stachen sie ganz früh zu. 6. Spielminute, Alfred Finn-Bogason hatte die 3 Tore gemacht gegen den ersten FSV und schlug hier für die Gäste zu. Die Kieler Störche aber spielten auch gut nach vorne. Das ist Serra auf Schindler, bekommt den Ball wieder und testet Kobel, der sich hier auszeichnen muss. Zu zentral etwas getreten, aber Kiel war nicht die schlechtere Mannschaft. Laszlo Benes, Okugawa ist das, bekommt auch den Abschluss. Aber kein Problem hier wieder für Kobel, den hält er sogar ganz einfach fest. Dann springen wir in den zweiten Durchgang. Der FC Augsburg spielte dann nach Standards immer mal wieder gefährlich auf. Das ist Mora weg. Der Abschluss von Finn Bogason vom überragenden Laszlo Benes wurde der Ball abgefälscht. Hatte ja 2 Vorlagen machen können gegen Regensburg bei seinem Pflichtspiel-Debüt in der Startelf. Aber lange hielt es dann nicht, dieses 0:1 im zweiten Durchgang. 61. Spielminute, der anschließende Eckstoß an diese Szene davor führte zum 2:0. Dongwon-ji macht das Ding rein. Gregoritsch fliegt noch mit einem Fallrückzieher vorbei, aber
G hält die Fußspitze hin und knipst ein. Jetzt war die Partie vorentschieden. Staffelidis nochmal auf die linke Außenbahn. G mit der Flanke. Michael Gregoritsch mit dem 13-0. 65. Minute. Jetzt war alles klar. Auch wenn es nicht unbedingt verdient war in der Höhe. Augsburg war die abgezocktere Mannschaft. Auch wenn Kiel, wie gesagt, immer wieder nach vorne spielte, das 0-3 deutlich zu hoch war, wurden sie einfach nicht belohnt an diesem Abend. Dem nochmal mit dem letzten Abschluss, aber mehr wurde da nicht mehr draus. Augsburg gewinnt am Ende in der Höhe zu hoch mit 3-0 und Holstein Kiel verabschiedet sich aus dem Wettbewerb, hat sich aber dennoch sehr tapfer geschlagen. In der Red Bull Arena war der VfL Wolfsburg zu Gast und die Roten Bullen konnten beim 3-0 gegen Hannover überzeugen und doll das Debüt komplett versauen. Jetzt hatten sie auch die erste Möglichkeit, dritte Spielminute, Eckstoß von der linken Seite und Konaté trifft direkt mal das Gebälk. Glück für Castells, aber RB blieb weiter dran. Halstenberg, Sabitzer, Konrad Leimer, Adams und da ist Paulsen komplett freigespielt. 15. Spielminute, 1-0 für die Gastgeber. Sein zweites Pokaltor und was war mit Wolfsburg los? 1-0 zuletzt glücklich gewonnen, aber nicht unverdient gegen die Hertha. Sie spielten kaum nach vorne. Wir sind schon in der 45. Spielminute. Das ist Verhaag und die Flanke von Yannick Gerhardt auf Elvis Rex Bischai. Und der macht tatsächlich das 1-1. Die erste nennenswerte Tormöglichkeit und in Effizienz übten sich die Wölfe ja auch gegen die Hertha, wo Weghorst fast komplett unsichtbar war am Ende, aber den erfolgreichen Siegtreffer erzielen konnte. Und jetzt Yannick Gerhardt im zweiten Durchgang sogar selber mit dem Tor. Eine Vorlage, eins selber gemacht, 54. Spielminute. Die Wölfe drehten tatsächlich diese Partie, die Leipzig eigentlich 45 Minuten lang in der eigenen Hand hatte. Mvogo, der Gulaschi-Vertreter, manch einer sagte ja, Gulaschi habe sich verkühlt beim Spiel gegen Hannover, weil er keine Möglichkeit hatte, sich auszuzeichnen. Aber Leipzig wollte hier unbedingt weiterkommen. Die Möglichkeit auf den Pokaltitel sollten sie nicht ausschlagen. Das ist Diego Demme. Diego Demme, der Halblupfer in Richtung des Tores von Kuhn Castells. Aber zu harmlos. Da lässt er sich nicht von aus der Ruhe bringen. Aber es gab immer wieder auch gute Standardsituationen für die Gastgeber. Marcel Sabitzer macht es da, aber zu schlecht. Es wirkte so, als könnten sich die Wölfe über die Zeit hinweg retten zum 2-1-Sieg. Aber es kam in der Nachspielzeit nochmal der Gastgeber. Halstenberg über die linke Seite spielt da hier gut mit Konrad Leimer. Da ist Marcel Sabitzer. Es sollte nicht sein an diesem Abend für RBL. Viel Glück für Wolfsburg, auch noch in dieser Szene. Am Ende gewinnen sie 2-1, weil Leipzig zweimal in der Defensive gepennt hatte. Und so setzen sich die Wölfe durch und ziehen damit ins Viertelfinale ein. Der FC Schalke 04 empfing Fortuna Düsseldorf und in diesem Westduell wollten die Königsblauen zumindest mal ein Erfolgserlebnis einziehen. Jetzt hatten sie ja zu Hause verloren gegen Gladbach. Nicht der Weltuntergang. Trotzdem wären die drei Punkte sehr wichtig gewesen, auch fürs Selbstvertrauen. Hier hatte dann aber eben auch Schalke die bessere Anfangsphase und Düsseldorf spielte erstmal defensiv nicht so, wie man das gegen Hoffenheim noch gesehen hatte. Und jetzt wurden sie dafür auch bestraft. Machten in Sinsheim eine tolle Partie, die Düsseldorfer. Jetzt gerieten sie aber früh in Rückstand, weil Nabil Bentaleb dran blieb. Und Düsseldorf wirklich zu harmlos war nach vorne. Und sie blieben dran. Utschipka auf Sebastian Rudi. Der Ball auf Seada. Die Flanke auf Marc Uth. Und 26. Spielminute. 2-0 für Schalke. Erstes Pokaltor für Marc Uth. Setzt sich da im Kopfballduell zu einfach durch. Für Rensing aus der Distanz ist da nicht zu halten. Kevin Stöger ist eben nicht unbedingt der Kopfballspezialist bei den Fortun. Und weiterhin nur die Königsblauen. Sebastian Rudi hat die Übersicht. Bentaleb, McKenny 3-0. 10 Minuten nach dem 2-0, dann auch das dritte. Und was war mit Düsseldorf los?
Jetzt wurden sie mal wach geküsst, aber vermutlich schon zu spät. Hennings, Morales und Fink, Stöger im guten Spiel zusammen. Hennings dann auch mal mit dem Abschluss und Nübel, der in der Bundesliga ja gesperrt fehlen wird, kann sich hier auszeichnen. Nicht zu Unrecht die Nummer 1, gute Parade, da ist er schnell genug unten. Im zweiten Durchgang dann Schalke wieder mit der nächsten Möglichkeit. Suat Serdar, Weston McKennie hier im guten Passspiel, aber kein Problem für Rensing, den dann abzufangen. Jetzt wagte sich Düsseldorf aber nochmal aus der Deckung. Das ist Ruven Hennings, die Flanke, Nübel kann ihn nicht richtig abwehren. Zimmermann und Kevin Stöger nur ans Außennetz mit seinem rechten Fuß. Und eine knappe Viertelstunde vor dem Ende nochmal Düsseldorf. Es glaubte keiner wirklich mehr ans Wunder. Zimmermann mit dieser präzisen Flanke und Nico Gieselmann in der 76. mit dem 3:1. Wurde es jetzt nochmal heiß? Klare Antwort, nein. Man spürte zwar so ein bisschen die Verunsicherung bei Schalke, aber in der Defensive blieben sie dann stabil. So gewinnen sie 3:1 und durch die erste Hälfte verdienen sie sich das auch. Und Düsseldorf hat dann einfach zu spät den Schalter gefunden. In der Bundesliga konnte Hertha ja zu Hause gegen Bayern München gewinnen im Olympiastadion. Die Frage war, wie stellt sich das jetzt dar? Die erste Möglichkeit gehörte den Gästen aus München und sie machten von Anfang an klar, dass sie sich angestochen gefühlt haben. Hier zu gewinnen nach der Pleite gegen Leverkusen. Der DFB-Pokal möchte ihn nicht aus den Händen gleiten. Das ist Thomas Müller, bekommt kein Druck. Rammes, Rodriguez heute wieder von Anfang an dabei. Müller auf Goretzka und was für ein Treffer. 10. Spielminute, 1:0 für die Münchner. Erstes Pokaltor für Leon Goretzka, auf den es ja aktuell sowieso Verlass. Traumtor oben links rein für Jeroen Jahrstein, nichts mehr zu halten. Und von Hertha kam nach vorne deutlich zu wenig. Das hatte nichts mit dem mutigen Auftritt zu tun, den man zu sehen bekam eben beim letzten Spiel gegen die Münchner. Abschluss von Goretzka, der auffälligste mal wieder. Aber Rune Jahrstein mit einer klasse Reaktion zeigt da seine Qualität. Der anschließende Eckstoß vor links reingetreten. Und da ist Leon Goretzka und der macht das 2:0. Doppelpack von ihm. 38. Spielminute und der Gästeblock voll besetzt, logischerweise, war außer Rand und Band. Aber die Hertha spielte heute schlicht und ergreifend nicht auf Augenhöhe und sie konnten sich glücklich schätzen, dass es nur 0:2 stand, aber viel Hoffnung für den zweiten Durchgang konnte man auch nicht sehen in den Gesichtern von Paul Dardai und Co. Zweiter Durchgang und Bayern wollte das Spiel sofort führen. Sie wollten es nicht mehr aus der Hand geben. Häufig hatte man das ja bei den Münchnern zuletzt gehabt, dass sie nach einer Führung zu viel Leine ließen. Heute war das Gegenteil der Fall. Sie zogen nochmal an. Kingsley Coman aber nur ans Außennetz. Und Hertha kam einfach nicht nach vorne. Weiter die Bayern erfolgreich noch nicht. Zumindest Robert Lewandowski noch nicht. Im zweiten Durchgang der Abschluss von Lustenberger, dann aber abgewehrt. Jetzt dann auch endlich mal die Hertha. Selke, super Ball auf Meier. Wenn jetzt vielleicht der Anschluss kommen würde, dann hätte es vielleicht auch nochmal erfolgreich werden können. Aber so passiert es nicht. Ibisevic nochmal, Valentino Lazaro, Hummels dazwischen, Lazaro, Grujic, aber auch das wurde nicht mehr wirklich brenzlig. Am Ende gewinnt Bayern hochverdient mit 2:0. Die Hertha kam viel zu spät nach vorne und nicht mehr wirklich gefährlich. Die Münchner ziehen ins Viertelfinale ein. Jo, das war's auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.